schön, dass ihr am Start seid zu einem Chaos-Tag. Ahmed ist nicht da und ich merke, ich bin ohne Ahmed verzweifelt. Wünsche ihm alle gute Besserung. Nichtsdestotrotz, wir müssen loslegen. Ich muss aber hier alles gleichzeitig machen. Ich habe nicht mal Kameramann am Start. Aber nachher schon kurz. Hab keine Angst. Es geht heute um ein 2000-Euro-Battle. Ich habe mir 4 Ehrenmänner eingeladen, die sich gleich vorstellen werden, die alle 500 Euro auf sich selber setzen. Außer der Abonnent, den sponsor ich, das muss ich vorher sagen, ne? Aber die sind sich so sicher, dass sie diesen Burger-Wettbewerb gewinnen, dass sie 500 Euro auf sich selber setzen. Für euch ist wichtig, Folgendes zu wissen. Zum einen, in den Kommentaren bewerben für die nächsten Runden. Ihr wisst, ich beziehe euch immer mit ein, ich sponsor, alles perfekt. Haut mir Hashtag Holle und eure Stadt in die Kommentare. Nächstes, was wichtig ist, es ist ein Turnier. Wir haben 2 Halbfinale. Zweite Halbfinale kommt direkt nach diesem Video, könnt draufklicken, bei Holle TV auf meinem Zweitkanal. Gerne auch ein Abo dalassen. Und das Finale blende ich ein, wann das kommt, wahrscheinlich 3 Tage später, direkt. Lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Turnierformat findet. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ihr das nicht feiert, weil nicht alle Videos am Stück kommen. Aber es geht halt nicht, das kann nicht 3 Videos in einen Tag bringen. Wir machen erstmal die Vorstellung. Ich bin der Barış, komme aus München und ich bin heute da, um das Geld zu vervierfachen. Ich werde den Gastronomen und den Foodblogger mal zeigen, was ein Hobbykoch so drauf hat. Privat bist du Busfahrer, meinst du, ne? Nee, tatsächlich nicht. Privat war Schüler und jetzt werde ich bald eine Ausbildung anfangen. Ah, oh, geil. Danke, Didi, danke. Ja, grüßt euch, Leute. Ich bin Pascha. Ich mache TikTok, YouTube und den ganzen Scheiß. Und eigentlich koche ich am liebsten draußen über Feuer, aber Burger ist so ein Ding. Das feiere ich auch schon ziemlich. Und ich habe ein paar Sachen dabei, die habt ihr noch selten gesehen, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, Eigenlob stinkt, aber ich habe schon ein gutes Gefühl. Was geht? Ich bin der Travis, 27 Jahre alt. Ich bin Gastronom. Ich habe einen Foodtruck mit einem Kumpel Dre zusammen. Wir verkaufen Fried Chicken. Genau, und ich bin hier, weil ich den krassesten Burger machen will, auf jeden Fall. Weil ich smash meine Burger. Den gefallen tue ich meinen Burger. Und mein Burger tut mir dann gefallen, ist zum Beispiel meine Gegner. Geil, also ich muss sagen, die Ansage hat mir richtig. Habt ihr das gehört? Ich tue den Burger den Gefallen. Das werde ich mir merken. Der Spruch ist geil. Der ist geil. Okay, Benny. Genau, ich bin Benny aus Berlin, habe den YouTube-Kanal Bennys Buffet und habe in Berlin vor allem schon extrem viele Burger gegessen und habe dann so verschiedene Sachen rausgepickt, was so zu dem perfekten Burger in der Praxis zumindest, oder nee, anders in der Theorie, richtig gut passen könnte. Und ich gucke mal, wie gut das in der Praxis dann funktioniert. Ich muss aber sagen, die Ansagen waren schon stabil, ne? Also, ja, da waren sehr gespannt. Sehr, aber ich habe auch die ein oder andere, Besonderheit vorbereitet. Okay, also ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. In den ersten 2 Halbfinals kommt ein klassischer Cheeseburger. Im Finale wird eine Freestyle-Kategorie sein. Wer ins Finale kommt, kann mir irgendeinen Burger machen. So, das ist auch schon mal sehr special, wo ich sehr Bock drauf habe. Denkt auch dran, checkt gerne die Kanäle ab, ne? Von Benny, der hat einen YouTube-Kanal. Den Foodtruck abchecken, der wollte mich schon so lange da haben, weil er so überzeugt von seinem Chicken ist, ne? Der hat richtig geiles Fried Chicken und auch bei Pascha gerne rumkommt. Pascha TV, überall heiße ich Pascha TV. Blende ich alles ein, würde mich wirklich freuen, wenn da an einem Tag mal ein bisschen die Views nach oben gehen und vielleicht gefällt euch ja der Content. Und dann würde ich sagen, legen wir los, Jungs, wa? Wir haben eben schon ausgemogelt, wer gegeneinander antritt. Erste Runde ist Pascha gegen Travis. Gastronom gegen Foodblogger. Viel Spaß bei Runde 1, Halbfinale 1. Also Leute, es geht los, Runde 1. Holt bitte alles an Start, was ihr braucht jetzt für den Battle. An der Kamera ist der gute Benny, der hilft aus, der kontrolliert auch den Sound. Hier, wir müssen noch extra Sound aufnehmen, das ist echt Katastrophe. Aber wir werden das Beste draus machen. Und ja, Benny, wenn du versagst, dann auf jeden Fall alle, die ihm folgen, ihm entfolgen. Hast du gebraucht. Ja, sehr gut. Ich gehe heute von aus, das kann ich schon mal sagen. Ihr kennt die Rangliste von unseren Hobbyköchen oder wie man es nennen mag, Abonnenten etc. Da sind Bretter immer am Start gewesen. Und heute, setzen die auch noch auf sich selber. Also das muss richtig abreißen. Sonst setzt du ja keine 500 Euro, dann bist du ja geisteskrank. Oder seid ihr geisteskrank, Jungs? Übelgeisteskrank. Wenn man hier ist, muss man schon ein bisschen crazy sein. Aber gehört dazu, sonst machst du keinen Bock. Okay. Ja, ihr habt Messer, Töpfe, alles mitgebracht, damit ihr perfekt performt, ne? Hat für den guten Knoblauch nicht mehr gelangt, Travis, oder was? Der ist günstig, aber gut. Ja, oder weil du gerade knapp bei Kasse bist, sei ehrlich. Der Foodtruck läuft nicht so gut. Oh, und das professionelle Material. Hiermit wird schön gesmashed, Paschaleinchen, ne? Genau, das ist der Smasher. Ja. Habe ich mir gönnt vor kurzem noch. Mhm. Also auf jeden Fall 1A. Und dann gehst du mit diesem Ding so oben rauf, ne, und smash das runter, gell? Nee, das ist zum Wenden einfach. Guck mal, eine krasse Sache. Ich war im Feinkostladen und der hat mir da so viel zu erzählen. Ich konnte mir nicht alles merken, aber auf jeden Fall sagt er, diese Zwiebeln, die wachsen irgendwie nur an einer bestimmten Stelle auf der Erde. Und die sind irgendwie extrem herb, irgendwie extrem süß und alles. Oh, schon getestet, hat schon was auf jeden Fall. Hast du getestet auch, ne? Hab ich dachte so auf Special wie letztens. Nee. Ein Abonnent, der auf einmal Joghurt rausholt, ja, und das auf Burger. Nee, Erdbeerjoghurt war es nicht. Grüß gehen raus an Kaspar. Ja, wir hatten wirklich, Leute, ich bin mit den Nerven am Ende. Ich habe auch ganz wenig gepennt, wenn ich, wie gesagt, hier Aussätze habe und so, die ich sowieso immer habe. Verzeiht es mir bitte. Aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb.
Was ich auch lustig fand, die haben ja auch Bewerbungsvideos zugeschickt und bei einer Sache habe ich eigentlich gesagt, nehmen wir nicht rein, ne? Wollte ich jetzt auch im Nachhinein erzählen, Travis hatte mal sogar einen Bruch. Ja, das stimmt, ja. Das ist mit dir, Pascha, was kommt auf uns für einen Burger überhaupt zu? Ja, Cheeseburger ist ja Vorgabe, aber ein paar Specials. Hier ist schon mal geräucherter Speck vom Russen-Shop. Kannst du ja mal riechen. Vom Russen-Shop? Wixmarkt. Oh, geil. Ja, geil. Ich komme ja aus Russland und ich will auch ein bisschen so meine Kultur mit einbinden, soweit das geht beim Cheeseburger. Und deswegen lassen wir gleich aus und die Brötchen werden dann da reingelegt. Im Saft haben die auch ein bisschen Hauchgeschmack haben. Wir haben ja kein Gehölz hier, aber kann man ja ein bisschen imitieren. Ja, geil. Fragen wir mal eben einmal den guten Travis, was kommt auf uns bei dir zu? Also bei mir kommt auch ein klassischer Cheeseburger dazu, aber mit richtig geilen Käse, den ich am liebsten mag, und zwar den Cheddar-Käse. Das ist auch kein typischer Schmelzkäse, kein billiger, sondern der ist schön fest noch, der Käse. Und aber ein billiger ist heißt günstig sogar. Nein, nein, mit billig meine ich von der Qualität und vom Geschmack. Okay, gut. Weil früher hieß weil der schmeckt nämlich typisch käsig. Du bist gut und günstig Fan, merke ich, ne? Natürlich. Richtig. Also ich muss aber auch sagen... Also nur weil es günstig ist, heißt nicht, dass es schlecht ist. Das stimmt. Und ich muss sagen, gerade die günstigen Dinger schmecken manchmal einfach heftig. Ne? Also die geizen dann nicht an Geschmacksverstärkern. Ich habe auch schon teurere probiert. Ja. War nicht so geil wie die günstigen. Also heute gucken wir nach Geschmack, Produkte, ne? Nicht nach Preis. Genau. Ich würde dich auf den Geschmack überzeugen, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Genau, richtig. Aber ich habe nicht unterbrochen, was auf uns zukommt eigentlich. Genau, ne? Ach so, genau. Ja, ich mache den klassischen Cheeseburger. Mhm. Natürlich auch karamellisierte Zwiebeln dazu. Mhm. Einen kleinen Crunch, aber nur ganz dezent, weil sonst... Ja, könnten Burger sonst kaputt machen. Okay, geil. Dann schauen wir mal, Digi. Also es hört sich gut an, das ist schon mal eine Ansage von beiden. Und für euch eben, sollte ein Rezept interessant sein, findet ihr es in der Videobeschreibung. Na, wir haben alle Rezepte am Start, wenn ihr was nachkochen wollt, Beschreibung und alles in der Videobeschreibung. Deshalb blende ich hier nicht jeden einzelnen Schritt ein. Das gilt für beide Halbfinale, fürs Finale, ihr findet alle Rezepte. Travis, erzähl mal kurz, du hast ja einen Foodtruck, ne? Was genau machst du da beim Foodtruck? Selbstgemachten Salat richten wir her, den Coleslaw, amerikanischer Krautsalat. Ja. Wir bieten verschiedene Dipsoßen dazu an, womit du die Pommes, aber hauptsächlich auch das Fleisch dippen kannst. Und worauf wir uns am meisten spezialisieren, ist halt unser Fleisch, unsere Panade. Wir machen unsere Panade selber und mischen die alles selber an. Fried Chicken macht ihr, ne? Das genau. Also, okay. Und das ist unser... Hauptthema. Da seid ihr einzigartig beim Fried Chicken. Okay. Heute einmal für alle ein Statement zu einem Käse. Viele sagen, wie kann man Schablettenkäse nehmen oder Schmelzkäse oder sonstiges. Ich habe einen Kollegen, der arbeitet beim Käse-Feinkostladen und der hat mir schon den ein oder anderen Käse mitgebracht. Richtig hochwertigen, teuren. Und was ich ganz ehrlich auf Smashburger ist dieser Käse immer noch am besten, meiner Meinung nach. Ja, die Hochland-Dinger nutzen auch viele Gastronomen tatsächlich. Ja. Echt ein gutes Ding und ja, geschmacklich ist der Preis-Leistung kostet auf jeden Fall. Ja. Wie geht es jetzt weiter bei dir, Pascha? Was sind die nächsten Schritte hier jetzt beim Burger machen? Also ich habe mir Burgerbrötchen bestellt, online beim Bäckermeister. Ich habe die heute Morgen gefüllt, die waren mir zu trocken, ehrlich gesagt. Welche Seite war das? Ja, vom Kopf. Waren zu trocken, ne? Deswegen greife ich hier auf die von Rewe zurück. Okay. Batschas, ne? Kennen auch viele. Ja. Okay, geil. Ist da jetzt noch viel, was du machen musst? Erklär mal, was wirst du jetzt für Schritte einleiten? Ja, das längste ist eigentlich die Zwiebeln. Ich werde gleich so den Pancetta ein bisschen auslassen. Saft von Pancetta, die Zwiebeln braten. Aber nicht zu heiß, damit die nicht so krass heiß da oben kriegen. Da so ein bisschen, so schmoren lassen schon ein bisschen. Ja. Und das dauert so 20 bis 25 Minuten. Ja. Geil. Also das hört sich schon mal gut für mich an. Das sind manchmal so die kleinen Feinheiten, die, sag ich mal, jemand, der jetzt einfach hobbymäßig was macht, vielleicht nicht eingeht, aber in dem Saft von Pancetta, in dem Fett. Da werden die Zwiebeln gebraten, die nehmen noch den schönen Geschmack mit vom Pancetta, bringt ja auch Würze mit, ne? Genau, genau. Boah, das ist mega. Und ich sehe schon, hier haben wir einen auf ganz gesund. Hat dich deine Frau auf die Diät gesetzt, oder was? Ich feiere den Lollo Rosso und den Lollo Bianco, das ist beides. Habe ich ein bisschen klein geschnitten, weil der die Fluffigkeit auch ein bisschen mehr in den Burger bringt. Und gleichzeitig schneide ich jetzt auch noch einen Eisbergsalat rein, der bringt so ein bisschen die Frische und das Knackige. Du machst drei verschiedene Salatdinger? Ja. Bist du auf die eigene Idee gekommen oder hast du es irgendwo? Ich bin selber auf die Idee gekommen, tatsächlich. Boah, immer wieder was Neues, das feiere ich. Geil. Ja, schon. Puh, ob man das merkt oder nicht, werde ich euch alles sagen, aber ich feiere das, wenn andere Sachen kommen. Deshalb wollte ich auch nicht vorher informiert werden. Wisst ihr, hätte ich das jetzt vorher gewusst, wäre ich ja gar nicht geflasht jetzt von der Idee. Ich
Ich habe hier Fleisch von der Rinderbrust. Hier auf der rechten Seite war erstmal ursprüngliche Version. Dann habe ich mir extra Fett gekauft und wolfen lassen. Habe da ein bisschen Fett reingemischt von der Rinderbrust. Das heißt, wie ist jetzt die Zusammenstellung? Also die verwendest du gar nicht? Nee, die verwende ich nicht. Ich habe es extra nur mitgebracht, weil ich das eh hatte. Ich wollte es zeigen, den Unterschied. Ihr seht, geil. Ist ein bisschen mehr Fett halt drin. Hier die groben Fettkörner. Ne? Mhm. Wird einfach saftiger. Okay, geil. Eine Scheibe Fleisch. Oh, ich bin so gespannt, wer gewinnt alleine, Leute. Ob hier vielleicht auch jemand voll abkackt und wirklich. Das kann passieren, ne? Man kann sehr von sich überzeugt sein und dann ist es halt trotzdem nichts. Ne? Was hast du für Fleisch, Travis? Was benutzt du für Fleisch? Ich benutze Fleisch vom Metzger, Rinderhackfleisch natürlich. Seid ihr per Du und der Fleischer? Natürlich, immer. Ja? Immer. Ich gehe da schon mein ganzes Leben lang, okay. Seitdem ich klein bin. Also hast du mir damals schon die Wurst immer geschenkt. Ach, und jetzt bist du der lange Lulatsch, der ist auch geil. Ja, Fleisch auf. Feier ich. Also, ich kann ja immer nur Beispiele nennen. Teilweise hat gerade bei Smashburger es keinen Unterschied gemacht. Teilweise. Das ist auch eine Frage, desto dicker das Fleisch wird, desto mehr Unterschied macht. Aber auch, wenn man ganz, ganz ins hohe Level geht, natürlich brauchst du auch für einen Smashburger gutes Fleisch, das ist klar. Ich habe auch bei der Vorbereitung, habe ich mir auch Entrecot geholt. Ja. Bio-Qualität und so. Habe selber gewolft und war sogar schlechter. Zu trocken. Ja, ich kenne das. Ich habe letztens so Dry Age geholt und ich wurde auch abgezogen. Ich habe mich schon wieder abgezogen hier beim Schlachter da vorne. Sind nach hinten gegangen und kamen wieder mit Fleisch. Die haben das Dry beiseite gelegt, haben mir normal gegeben. Ich weiß ganz genau, wie das abläuft. Fleisch kannst du nicht vertrauen. Ja. Ich bin auch der Meinung. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Farbe war auch ganz anders. Ja, wie auch. Vielleicht ein bisschen von Wolfen, okay. Aber nicht so extrem. Unterschied wie Tag und Nacht, weißt du, geht nicht. Da würde mich mal interessieren einmal. Du kannst ja mal mein Messer testen, ob du damit besser durchkommen würdest. Oh ja. Das ist besser, ne? Oh ja, oh ja. Deutlich. Ja. Kann man schneiden. Ja, geil. Kriegt ihr bei mir im Shop für direkten Support, ist in der Videobeschreibung drin. Saftig, Leute. Du bist hier schon am Buddern? Ja, genau. Mhm. Also ich sehe immer mehr Varianten, oder ich sag mal so, wenn man nicht so tief in dem Burger-Game drin ist, finde ich, denkt man bei vielen Zubereitungsweisen direkt, das ist falsch. Aber viele machen es einfach anders. Ich habe jetzt auch Leute gesehen, die haben den Käse in die Pfanne direkt reingelegt und nochmal wirklich mit erhitzt. So. Also es gibt so viele Varianten, der Burger war Endlevel. Der Speck hat Saft gelassen. Ich will auch nicht übertreiben, so ein bisschen einfach. Ja. Kommt wieder raus. Kommt wieder raus, okay. Genau. Und jetzt einfach Kombi mit Fettsaft und Butter. Oh, und dann auch nochmal extra Pancetta mit Zwiebeln. Und dann nochmal, okay. Genau, ich habe also zwei Speckvarianten heute mitgebracht. Ah, du machst auch die Bun schon in dem Fett von dem. Oh, der Mann überzeugt mich gerade ziemlich, ne? Wie sagst du, der Burger verdient es, gesmashed zu werden? Den Gefallen tun wir ihm, ne? Wir gucken mal heute, wer gesmashed wird oder nicht. Smash den weg, den Travis oder was? Leute, ich habe Erfahrung gemacht, wenn man zu groß redet, dann wird man enttäuscht. Ich bleib hier. Aber es gibt noch den sympathischen Grad, Leute. Man muss auch nicht, wenn man gut ist und das weiß, ist das so. Ne? Man muss ja nicht übertreiben und sagen, ich bin Lappen. Ne? Aber es gibt so einen schmalen Grad, ne? Zwischen ein bisschen übertreiben. Hier die Zwiebeln, die habe ich jetzt in Butter, ganz niedrige Hitze, Zucker rein. Die werden jetzt hier langsam dahin geschmort, damit der Zucker schön karamellisieren kann. Okay, also einfach Butter und Zucker. Ganz einfach, ganz easy. Ja, manchmal muss man auch nicht zu kompliziert. Nee. Hier ist schon das Gemüse parat, wunderbar. Du machst für Tomaten, das ist ja immer ein bisschen riskant, so sag ich mal. Ne? Hast dich aber bewusst dafür entschieden. Die Tomaten bringen nämlich ein bisschen Frische mit rein. Aber nur, wenn sie richtig fein geschnitten sind, wenn sie zu dick geschnitten sind. Die nehmen zu viel Geschmack vom Burger. Ja, ja. Und das ist gefährlich. Deswegen. Ja, stimmt. Ich trau mich da. Jungs sind am Wirbeln hier. Riecht schon sehr, sehr geil, Jungs. Riecht prächtig, perfekt angeröstet, die Buns. Ich muss auch noch mal für die sagen, die nicht oft Burger machen. Das machen eigentlich alle immer vorher. Lass das entspannt liegen. Als ich meinen ersten Burger gemacht habe, ich alles versucht gleichzeitig und dann gerät es ins Chaos. Geht nicht. Fertig machen, hinlegen. Ne? Das Ding ist, die können keine Wärme speichern. Geht nicht. Brot kann keine Wärme richtig speichern. Ja. Nur ganz kurz, das heißt, lohnt sich nicht. Bringt gar nichts, ne? Nee. Okay. Genau, hier die Zwiebeln. Und auch so spezielle Zwiebeln in dem Pancetta-Saft. Hier lasse ich jetzt ein bisschen Speck anbraten, ohne Fett oder irgendwas. Weil ich nämlich auch in dem Fett vom Speck auch meine Buns mit anbrate. Ja. Das ist dann so ein kleiner Mischmasch aus Butter und Schweinefett. Damit ich auch so ein bisschen den Schweinegeschmack im Bun drin habe. Okay, geil. Genau. Geil. Also den Bacon werde ich jetzt schön knusprig braten. Ja. Dann werde ich ihn klein hacken und den werde ich mit auf den Burger irgendwie reinpacken. Mhm. Aber nur ganz dezent und ganz leicht, damit nur ein bisschen Crunch und ein bisschen Rauchgeschmack mit dabei ist. Ja. Geil, geil, fühle ich. Ich mag das manchmal so, diese kleinen Akzente. Am besten, dass du nicht mal checkst, was passiert. Wisst ihr? Du hast einen geilen Geschmack, denkst, was ist das? Und dann ist er wieder weg. Ich glaube, ihr habt ganz viel Potenzial, Jungs. Ihr habt ganz viel Potenzial.
jetzt nicht schwarz, sondern so ein bisschen matschiger, so, weißt du? Ja. Sieht gut, sieht gut aus. Genau, das gehört quasi zusammen. Der Speck hilft den Zwiebeln, die Zwiebeln helfen dem Speck sozusagen. Oh, das sind die besten Freunde heute, ne? Heute sind die, genau. Ja, heute müsst ihr kämpfen zusammen, Leute. Heute müsst ihr in Einheit gehen, Rücken an Rücken. Fleisch auch nochmal Gewürze rein, Salz, Pfeffer. Ja. Ganz wenig Knoblauch. Ja. Weil Knoblauch ein leichter Geschmacksverstärker ist natürlich. Mhm. Okay, hast du schon vorher reingemischt und presst das, okay. Also Piri Piri, gibt's oft beim türkischen Supermarkt. Ja. Wenn ihr für sich alleine steht, bockt ihr nicht so. Mhm. Aber auf dem Burger finde ich die sehr passend. Also ich kann dir ein Stück auf den Finger machen, wenn du willst. Ja. Ja, oder lass mich überraschen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht, lass mich überraschen. Soßen schmecken manchmal so pur einfach kacke, da ist man voreingenommen. Genau. Nach dem Burger kannst du ja mal pur probieren. Ja, gerne. Genau. Gürkchen packe ich auch drauf, aber nicht nur so zwei, drei Stück, sondern ich bedecke den ganzen Boden immer. Du bedeckst den ganzen Boden? Ich bedecke den ganzen Boden. Krass. Ja. Die hast du zu Hause fertig gemacht, die Soße? Die Soße habe ich auch selber gemacht. Die besteht hauptsächlich aus einer Mayonnaise, Senf, mittelscharfer und ganz wenig Ketchup. Ketchup, weil es mir sonst zu süß ist. Ja. Dann habe ich noch rote Zwiebeln reingerieben und halt klein gewürfelte Essiggurken noch dazu und einen Schluck Essiggurkenwasser. Okay, reingeriebene Zwiebeln sogar. Ja, das ist so die kleine Geheimzutat. Okay, krass, krass. Der hat hier nur Special-Soßen, der Typ. Hat, glaube ich, noch keiner gesehen. Eigentlich Nacho-Cheese-Dip. Ja. Aber kann man auch gut verarbeiten. Schmeckt geil, sagst du, ne? Also ich merke, du bist schon so getrimmt. Du machst viel Burger, du probierst einfach mal wild rum. Was kann geil sein? Und da bist du drauf hängen geblieben, auf diese Kombo? Ich bin da hängen geblieben. Ich mache das Einzige, das sind manchmal so Stückchen drin. Ja. Die sind vom Mundgefühl nicht so geil. Mhm. Die pick ich aus, weißt du? Das sogar auch noch. Ja. Ruf die doch mal an, frag die, ob die für dich was produzieren ohne die Stückchen. Kommt auch noch. Ja. Ah, jetzt wird schon gesmashed hier. Oha, Travis. Gibt's einen Double Smash oder einen einfachen? Double Smash. Double Smash. Für den Fleischgeschmack schön drin. Ja, sehr schön. Ich hab's auch mal mit einem Smash probiert, aber da ist zu wenig Fleischgeschmack drin gewesen. Okay, fühle ich. Zucker hast du auch noch aufgemacht? Ja, das okay. Ah. Das Gehirn schmeckt den Zucker raus, ja. Das sagt man so. Und man denkt dann auch mal schon, da ist was Leckeres mit dabei. Schmeckt einfach, ne? Macht ein bisschen was geil, ja. Ah, geil. Ja. Okay, Röstung könnte besser sein, ne? Könnte besser gewesen sein. Oh. War das so gewollt oder hättest du gern mehr gehabt? Was du gewollt. Okay, geil. Warum nicht? Zum Schluss soll es schmecken, ne? Ist mir zu Hause eigentlich nie passiert, aber das muss jetzt der Käse machen. Ja, das macht der Käse. Das muss der Käse machen. Kann man einen zweiten machen oder zu Hause würde ich den safe essen? Vom Geschmack ist aber egal, nur weil der jetzt abfällt, der wird ja genauso schmecken. Okay, sind aber keine Punkte Abzug. Nein, das gibt keinen Abzug. Nur Salz, ne? Pfeffer verbrennt, deswegen Pfeffer auf die andere Seite. Okay. Auch von der Röstung, sage ich mal, noch nicht angenehm. Aber hättest du sonst mehr? Hättest du gern mehr? Bisschen mehr, ja. Ah, okay. Hast verbrannt? Ja, passiert. Leute, der ist ein bisschen verbrannt hier. Fehler passieren, aber ich habe vorher gesagt, wenn sowas passiert, können wir noch mal machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Doppelt Käse macht der Gute. Ein paar Tropfen Wasser. Mhm. War jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber schmilzt dann schneller der okay. Käse. Okay. So, Runde 2, Travis. Ich würde sagen, die muss sitzen, die Runde, Travis. Hab draus gelernt, aus Fehlern lernt man. Ja, ja. Jetzt kommt quasi das Finale. Schön. Sehr schön. Zeig mal hier das Prachtstück. Oh, geil. Geil, geil, geil. Genau, hier der letzte Burger kommt. Ich muss hier schon nebenbei anfangen zu snacken. Dein Burger, Pascha. Ich dachte, safe, der Käse stört, weil es so viel war. Stört aber nicht. Leichten Abzug würde ich vielleicht geben, weil das hier ein bisschen auseinanderfällt. Nein, das gibt keinen Abzug. Ja, ist klar. Geile Ergänzung mit den Gurken. Dachte ich auch wieder viel zu viel. Ist nicht zu viel, kommt geil, kommt hinten rum, kommt nicht zu präsent. Erfahrungswerte, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn ich das so sehen würde, würde ich auch denken, so viel Gurke, bockt nicht, aber ich hab's getestet.
richtig Käse, richtig geil. Du vereinst irgendwie das Besondere von deinem Charakter mit den Gurken, mit deinem Pancetta, was du da drauf hast. Ganz krank. Und zugleich mit diesem krassen Fastfood-Charakter, dass so viel Käse ist. Ja, aber es ist jetzt nicht. Auch einer, der sagt, Käse vorsichtig. Du hast geschmacklich einen geilen Fastfood-Charakter, wie im McDonald's oder sonst was, irgendwo im Fastfood-Restaurant. Falls sie ins Finale kommen sollte, kommt aber ein bisschen was anderes. Bist du zufrieden mit dieser Performance jetzt? Ja, habe ich gerade schon gesagt, 90%. Also die Rüstung war jetzt nicht so optimal, weil ich halt nicht die Bedingungen habe wie zu Hause. Die Hitze ist anders, aber wie gesagt, der Rest ist alles okay. Sehr stark, die. Das heißt jetzt schon mal. Nicht zu überwürzt, nicht zu krass, einfach boom, in die Fresse. Sehr gewagt mit so viel Käse, so viel Gurken, so viel Würze am Ende, auch durch den Pancetta. Aber heftig, die. Wirklich, fällt mir schon auf jeden Fall steif vom Herzen. Also ich glaube, das sieht zu Hause immer chillig aus, aber wenn man hier ist, ich mache ja selber YouTube, aber der Druck ist ganz anders, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr den Burger esst, würde ich bei jedem sagen, der wird sich die Videos mal geben, weil der schmeckt heftig. Nur von diesem Burger gesagt, ne? Travis, dein Burger, also ganz anderes Ding mit der, sag ich mal, selbstgemachten Burgersoße obendrauf. Ganz viel Käse, auch gewagt in der Hinsicht. Hochlandkäse ist eine safe Wahl, kann ich für alle sagen. Ist eine safe Wahl, neben Gastronomen nicht umsonst. Bei dem nicht, dass das jetzt einscheißt, Travis. Ich habe vergessen, den Bacon mit aufzumachen. Halb so wild, die. Würdest du einmal von abbeißen? Mich würde deine Meinung einmal interessieren. Ja, safe. Ich mache das zu Recht, weil ich gleich eine Sache sagen werde. Und ich weiß, viele von euch schieben Filme da drauf, wenn ich das sage. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Pass auf, Leute, ich wollte jetzt nicht große Show machen. Dir, mein Lieber. Der war echt heftig, Leute. Der war heftig, der Burger. Ich würde jetzt einfach mal. Ich gebe dir jetzt einfach mal eine 8,7 Punkte. Mhm. Blend das Ranking mal ein, das ist oben richtig hart mit dabei. Der war wirklich brutal stark. Bei dir, lieber Travis, gebe ich 5 von 10 Punkten, weil es einfach krank übersalzen war, leider. Hast du es gemerkt? Ich habe überhaupt gebissen. Also eigentlich stimmt alles, aber das Salz, das übertönt so krass, dass man das andere wenig wahrnehmen kann, sag ich mal. Muss man leider sagen. Stimmst du mir zu, ne? Ja, ich war wirklich sehr salzig, muss ich sagen. Hast du einen Fehler gemacht beim Salz? Ich habe extra jemand anders rangeholt, weil ich weiß, viele schieben Filme drauf, wenn ich das sage. Aber ich muss immer fair bleiben, immer ehrlich und auch jetzt nicht, ja, sind hier ein paar Jungs da, ich muss jetzt besser werden. Ja, 5 von 10 ist schon großzügig bewertet, weil er ist mit Sicherheit noch essbar, aber ist schon kranksalzig, kranksalzig. Ja. Also leider passiert in der Hektik, gar kein Problem, aber wir haben in dem Fall den Gewinner liegen. Ja, fürs Finale qualifiziert Pascha. Glückwunsch. Ja, die, das tut mir leid. Danke für das Feedback. Ja, sehr gerne, die, sehr gerne. Krass, Mann, das übersalzig. Ja. Ich probier mal selber. Probier gerne selber nochmal, ja. Ist heftig, ne? Ja. Er hat vollkommen recht. Ist mir noch ohne Scheiß noch nie passiert. Mhm. Viel zu viel Salz. Ich hab das auch mal. Ich koch viel und auf einmal, bam, bei einem Gericht passiert mal. Echt schade, Mann. Ich ärgere mich halt richtig selber. Alter, das ist echt viel zu viel Salz. Das ist übertrieben. Macht nichts. Keine Aufregung oder so. Aha. Ja, schade. Alles entspannt. Leute, wir gehen rüber ins zweite Halbfinale. Auf Holle TV geht's hier oben gleich weiter. Blende ich gleich ein. Ihr könnt direkt draufklicken. Zweites Halbfinale. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Denkt bitte dran. Ist so viel Aufwand hinter. Einfach nur den Daumen oben knallen lassen. Mehr brauche ich nicht. Und einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Checkt die Jungs ab. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.